Jo. Da ist unser Patient. Johnny? Was für eine schöne Überraschung. Wir haben hier selten Besuch. Mein Name ist Dr. Eva Wurselin und das ist Dr. von Matterhorn. Dr. Lorenzo von Matterhorn. Ja, Watts. Dr. Neil Watts. Ist Ihnen der Name Sigmund Agency of Life Generation geläufig? Oh, also Sie beide sind von der Agentur? Das trifft sich gut. Ich habe gerade überlegt, Sie anzurufen. Lilly, bring uns bitte etwas Tee. Lilly? Nun, um genau zu sein, haben Sie uns bereits angerufen. Wir sind hier, um unseren Vertrag aus der nahen Zukunft zu erfüllen. Vorsicht, wenn Sie von der Klippe stürzen, müssen wir diese Erinnerung neu laden. Hör dir deine Zunge in die Nähe, zeige etwas Respekt. Das ist nur ein Programm. Ich weiß, aber es ist seine letzte erreichbare Erinnerung. Wir brauchen seine Hilfe. Im schlimmsten Fall laden wir sie einfach neu. Warum sollten wir damit Zeit verschwenden? Sie... Sie sind hier, um mich auf den Mond zu bringen, nicht wahr? Ja, John. Mein Leben ist eigentlich ganz gut verlaufen. Nicht gut genug, wie es aussieht. Also können Sie das? Können Sie mich zum Mond bringen? Wir nicht, aber Sie selbst können es vielleicht. Warum wollen Sie dorthin? Ich weiß es nicht. Keine Sorge, Sie können es ruhig sagen. Wir müssen es wissen, damit wir Ihnen helfen können. Wollen Sie den Ruhm, das Geld? Es muss doch einen Grund geben. Tut mir leid, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich will es einfach. Ich weiß jetzt schon, dass ich diesen Auftrag hassen werde. Nun gut, schon, ich erkläre Ihnen, was wir tun werden. Wir müssen in Ihre Kindheitserinnerung gelangen, die liegt weit zurück, zu weit für einen einzigen Erinnerungssprung. Deshalb werden wir schrittweise durch Ihre Erinnerung in die Vergangenheit reisen. Sie haben uns dafür in naher Zukunft schon die Erlaubnis gegeben. Sobald wir einen direkten Zugang zu Ihren Kindheitserinnerungen hergestellt haben, kehren wir hierher zurück. Dann kommt der Moment, an dem Sie uns helfen müssen, Ihre Kindheit so zu beeinflussen, dass Sie später Astronaut werden. Oder sich ein Riesenkatapult besorgen. Ja, klar. Klar ist aber, Sie müssen mehr dafür tun, als ich weiß es nicht zu sagen. Sagen wir, Sie mich zum Mond bringen, werde ich tun, was ich kann. Gut. Folgendes, um in die Vergangenheit zu springen, brauchen wir ein Memento, einen Gegenstand, der für Sie einen hohen Erinnerungswert hat. Haben Sie so etwas für uns? Das sollte gehen. Ja, der Hase. Nun sollen wir. Ladies first. Notizbuch erhalten. Wir müssen zuerst das Memento vorbereiten. So, Sigmund Corporation. Memento vervollständigen. Kugeln anklicken, um Elemente zu drehen. Das war schon mal falsch. Wir müssen nämlich einfach die hier anklicken, damit die weißen Elemente eben farbig werden. Das ist so ein kleines Mindy-Spiel. Das Memento kann jetzt zum Gedächtnissprung aktiviert werden. Memento aktivieren? Ja. Moment, was ist mit meiner Privatsphäre? Wir versuchen sie so wenig wie möglich zu verletzen. Aber meistens lässt es sich nicht ganz vermeiden. Jo, weg sind wir. So, wir haben einen kleinen Sprung bis jetzt zurückgemacht. Schade Sichtbarkeit und Inaktivität, aber es wäre nervig gesehen zu werden. Ja, ja, zufrieden.
Mein Gott, was sollen bloß diese ganzen Hasen? Da kriege ich eine Gänsehaut. Wir hätten vorher in seiner Akte nach psychopathischen Veranlagungen schauen sollen. Was zum... Hat er mich gehört? Das ist unmöglich. Es ist wahrscheinlich nur ein Teil seiner Erinnerung. Dann bleibe ich bei meiner Argumentation. Wie auch immer, hör auf zu quatschen und finde ein Memento, das uns hier wegbringt. Mit Objekten interagieren, um 5 Memory Links aufzubauen. Jo, als Beispiel wäre jetzt der Hase. Ein mehrfarbiger Hase aus Papier. Dann bist du nicht was Besonderes, hast 2 Haare, 2 Farben, während all deine Kollegen aussehen, als hätten sie in Bleichmittel gebadet. Wie bitte? Du glaubst wohl, du bist besonders gruselig? Nun ja, da stimme ich dir zu. Ja, Watts mit seinen Kommentaren. Klavier können wir uns leider nicht angucken. Wir können uns aber zum Beispiel die Uhr angucken. Die Uhr läuft, aber man hört kein Ticken. Und ja, Notiz über den Mond. Der Mond in Johnnys Erinnerung ist ein Vollmond. So, der Schirm ist unser Memento, aber der ist noch von einem Schutzschild umgeben, das wir erst kaputt machen müssen. So, da haben wir noch weitere Sachen. Ein Glas eingelegte Oliven. Bah, ich hasse dieses Zeug. Was gibt es daran zu hassen? Es sind eingelegte Oliven. Genau das. Aber es ist ein Memory Link. Frische Wildblumen, genau wie die Wildblumen. Lass es. Wenn wir ihm unsere Anwesenheit in jeder Erinnerung nur erklären müssen, drehe ich durch. Führe mich nicht in Versuchung. Ja. Nein, einfach nein. Gut, es fehlt uns noch ein Memento. Ein Memory Link, meine ich. Ein alter geflickter Rucksack. Stammt der aus der Steinzeit? Das werden wir gleich herausfinden. Eine Auswahl medizinischer Fachzeitschriften, die sind immer noch da. Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. So, damit haben wir alle Memory Links und können jetzt das Memento aktivieren. Memory Links aufgebaut. Memento Regenschirm jetzt benutzen, um weiterzureisen. Jo. Hadouken. ja. Was zum Piep war das? Was? Genug davon, also jetzt übernehme ich das Zerschmettern der Barrieren. Jo. Weiter in die Vergangenheit vorbereiten. Also ja, erst müssen wir das Memento. Nicht vergessen, die Kugel in der Ecke dreht alle Elemente in der Diagonalen. Also natürlich nur das im aktiven Bereich. Und hier drüben sehen wir, wie viele Versuche wir haben, wie viele wir aktuell haben und wie viele ideal sind. Also wir können es in 3 Zügen schaffen. Das war einer. Das war 2. Ach nee, gesamt ist, wie viel wir bis jetzt gemacht haben. Und das ist Nummer 3. Sehr gut. Aktivieren. Und weiter die Vergangenheit. Oh, da steht er am Grab seiner Frau. Der Sprung war jetzt etwas größer, aber immer noch zu kurz, um in die nächste Ebene zu kommen. Ich mag Regen lieber, wenn er durch mich anstatt auf mich fällt. Mir macht das so oder so nichts aus. Scheint so, als würden diese Erinnerungssprünge immer nur einen kleinen Zeitraum überbrücken. Wir müssen ein passendes Memento finden, sonst brauchen wir noch Ewigkeiten. Ach, genieß doch einfach die Landschaft. Okay, diese Erinnerungsschnipsel bezieht sich auf den Leuchtturm und Johnny, wie er am Grab seiner Frau steht. Ein altes Plüschschnabeltier. Ernsthaft, dieses Tier sollte nicht das Recht haben zu existieren. Die Welt ist nicht groß genug für 2 von eurer Sorte. Jo, ein altes Plüschschnabeltier. In Gedenken an River E. Wilds. So, damit hat sich die Tür nach drinnen geöffnet.
Es ist fertig, River. Oh, Erinnerung. Wie du, so kann auch ich nun jeden Tag auf sie aufpassen. Sie wird nicht mehr allein sein. Ich werde vielleicht niemals verstehen, warum, aber ich habe deinen Wunsch erfüllt. Ich bin sicher, auch Anya ist dir dankbar. Aber wenn ich fort bin, wer wird dann über uns wachen? Wer sind Sie? Mein Name ist Eva. Ich komme nur zufällig vorbei. War sie Ihre Frau? Ja, ihr Name war River. Ein außergewöhnlicher Name. Das hätte nicht passieren müssen. Hm? Sie hätte es nicht tun müssen. Aber sie... Sie würden es nicht verstehen. Ich verstehe es ja nicht einmal selbst. Ja, das meine ich mit den traurigen Momenten. Notiz Anya erhalten. Anya, jemand, um den sich John und River sorgen. Wer auch immer Anya ist. Ich weiß es selber nicht mal mehr, wer Anya ist. Das liegt schon zu weit zurück. Wurde auch Zeit, dass du auftauchst. Ich dachte schon, du wärst von der Klippe gefallen. Was hast du getrieben? Den Ausblick genossen, was sonst? Fortschritte gemacht? Große Fortschritte. Riesig dinosaurierartig. Ziemlich einsam hier. Es ist ein Leuchtturm, was hast du erwartet? Wie auch immer, wir sehen uns auf der anderen Seite. Die Barriere musst du diesmal selbst durchbrechen. Viel Spaß. Eine kaputte Leuchtturmlampe. So, das war das letzte, der letzte Memory Link. Das heißt, wir können jetzt das Memento. Öffnen und in die nächste Zeitschiene reisen. Natürlich müssen wir erstmal das Ding vorbereiten. Ideal zeigt die Anzahl der Mindestbewegungen an, die benötigt werden, um ein Memento zu vervollständigen. Also einfach hier einmal und hier einmal. So. Und aktivieren. So, damit sind wir jetzt am Anfang der nächsten Zeitstufe, wo Johnny noch etwas jünger ist. Es kommt ganz gut hin. Wenn deine Operation bezahlt ist, wird noch genug übrig sein, also mach dir keine Sorgen. Notlüge. So nennt man das doch, oder nicht? Nein, ich bin sicher, wir können einfach... Hör auf. Ich mag es nicht, wenn du lügst. Ich habe nachgerechnet, ich weiß, wie es aussieht. Warum willst du mich gegen meinen Willen überzeugen? Wir brauchen das Geld für deine Behandlung, River. Ich weiß, dass Anya die 4 bedeutet, aber das hier, das geht zu weit. Ich meine, sie ist nicht einmal. Weißt du, was mich glücklich macht, Johnny? Was? Weißt du es? Nur ich weiß es.
Ich hoffe, du kannst mir dabei helfen. River? Wenn die Papiere für meine Behandlung ankommen, werde ich sie nicht unterzeichnen. Was du mit unserem Geld machst, kannst du selbst entscheiden. Aber wenn du meinen Wunsch erfüllen möchtest, dann verwende das Geld, um das Haus fertig zu bauen. Und dann möchte ich, dass du nach ihr siehst, jeden Tag, den du dort lebst. Besuch sie, sprich mit ihr, tröste sie. Ich will nicht, dass sie alleine bleibt. Und was ist mit dir? Glücklich. Ich werde glücklich sein. Johnny? Ja? Ich habe das hier gemacht. Sag mir, was es ist. Was? Sag mir einfach, was es ist. Es ist ein Hase wie die anderen, die du gemacht hast. Und weiter? Naja, er ist aus Papier. Und weiter? Der Körper ist gelb und der Rest ist blau. Gut, und weiter? Du, River. Ich habe ein Lied geschrieben. Es ist für dich. Okay. Nun, möchtest du es hören? Ja. Du hättest nicht extra das Piano hochbringen müssen. Ich kann dich sehr gut hören, wenn die Türe offen ist. Es heißt für River. Warum so klischeehaft? Das ist nur ein Arbeitstitel. Wer ist diese Anja, von der die beiden gesprochen haben? Wenn sie so wichtig ist, hätten wir sie nicht in seinen späteren Erinnerungen sehen müssen? Schätze, er hat sein Versprechen letztendlich doch nicht gehalten. Es sei denn was? Egal. Hey, das ist doch dasselbe Lied, das die Kinder vorhin gespielt haben, oder? Vermutlich hat er es ihnen beigebracht. Ach, weißt du, das hier zieht nur mein Testosteronspiegel runter. Ich mache mich auf den Weg. Ich habe schon meine Memory-Dings. Kommst du mit oder willst du noch selbst weiterschauen? Selbst weiterschauen. Geh vor, ich hole dich schon ein. Vermisst du nicht auch die Zeit, als die Konvertierung von MP8 Audiodateien als Erinnerung noch legal war? MP8 Audiodaten, ja, toll. Ich glaube, in meinem ersten Arbeitsjahr habe ich über 2000 Songs mit nach Hause genommen. So kann man auch raubkopieren, hä? So, das ist das Memento. Des Kaisers neue Kleider, hier. Notizpapierhase erhalten. Gucken wir uns die Notiz mal an, weil ich will ja nichts verpassen. River gab ihn Johnny, dem Papierhasen. So, dann gehen wir mal hier runter. Ich sag dir, das wird so nichts. Und wenn wir es auseinanderbauen? Sieh uns an, Johnny, wir sind nicht gerade in dem Alter, wo man noch Pianos herumträgt. Weißt du was? Wenn es dir so viel bedeutet, dann besorge ich dir ein paar Profis. Ich kann dir nicht helfen, das Haus zu halten, also ist das Mindeste, was ich tun kann. Eine Schüssel mit durchgerührtem Teig. Ein Glas eingelegte Oliven. Da mag jemand Oliven wirklich gerne. So, wir haben alle Memories. Man sieht auch, dass das hier jetzt ein anderes Haus ist. Hier unten können wir uns aber nicht mehr ansehen, weil hier fehlen Erinnerungsstücke.
Das heißt, wir können jetzt weiter zurückreisen. Natürlich müssen wir dafür erstmal das Memento vorbereiten. So, 4 für ideal. Wenn wir so hoch gehen, dann drehe ich alle um. Nein, das ist nicht richtig. Nein, das war, glaube ich, falsch. Das war falsch. Aber sowas von falsch. Naja gut, probiere ich einfach ein bisschen rum, bis ich die richtige Lösung gefunden habe. Immer noch nicht ganz richtig. Ich muss auch daran denken, dass ich das hier habe. So. Damit ist das Memento richtig und ich kann weiter. Endlich. So, gut, ich würde aber mal sagen, ich speichere hier jetzt erst einmal und mache dann meinen ersten Cut, da ich jetzt schon bei einer Stunde bin für die Sonntagsaufnahme. Ich hoffe, euch interessiert das Spiel soweit und gefällt es soweit. Also mir gefiel das Spiel damals sehr gut, als ich es im Let's Play gesehen habe, weswegen ich es selber mal als Sonntagsausgabe Let's Playen möchte. Also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.